Und da ist der Boss. Elfenjäger. Sieh mal, da hinter den Bäumen. Sieht aus wie Jade, eine der Elfenschwestern. Sie ist eine Jägerin und trickerisch dazu. Möchtest du einiges über ihre Tricks wissen? Sie kann sich selbst teleportieren und führt dann einen starken Angriff mit ihrem Bogen aus. Außerdem kann sie Schlangen beschwören. So haben wir einiges zu tun. Das ist sie faszinierend. Dann mögen wir die Oberhand gewinnen. Okay. Oh, das sind... Oh, die sind gar nicht mal so stark, die Schlangen. Na, aber ich sollte meinen Tank trotzdem mal heilen. Okay, sie benutzt nur Bogen. Das ist jetzt nicht so kritisch. Heilung. Mehr Heilung. Heilung auffrischen. Alles wiederholen. Das und das machen. Das da mal machen. Also bis jetzt geht sie ganz gut runter. Werde jetzt teleportiert sie sich? Okay. Oh Mist, und die kommen nicht an sie ran gerade. Und sie hat schon ihren bösen Angriff benutzt. Okay. Sie teleportiert sich also auf jeden Fall an das andere Ende des Raumes, habe ich gerade gemerkt. Ach du meine Güte. Gut, jetzt haben wir nur wieder sie. Bis sie wieder Bock drauf hat, sich zu porten. Sie selber ist nicht schlimm. Definitiv nicht. Schlimm sind ihre Viecher und der Angriff, den sie da macht. Bis jetzt hat sie ihn aber nur einmal gemacht und wir prügeln sie ja relativ gut runter. Okay. Kriegen wir es noch? Ja. Gut. So, jetzt ihre Schlangen wegmachen. Die machen, geben übrigens nur XP, fällt mir gerade so auf. Warte mal, du solltest gerade kein Mana an die Schlangen verbrauchen. Schlag sie einfach. Gut. Ihn heilen. Also ich muss sagen, bis jetzt ist hier so der einfachste Boss.
Sie portet sich zwar und macht dann ihren blöden Pfeil, aber sie macht es nicht so oft. Und ansonsten benutzt sie wirklich nur Bogen. Well, Level Ups. Gut. Das wäre nicht verkehrt. Siegel der Reue. Was ist Siegel der Reue jetzt gerade? Wutschrei? Aber der Gerechtigkeit, Kreuzritter, Siegel der Reue. Oh. Bedrohliche Sauer erhöht Bedrohung des direkten verursachten Schaden zum 5%. Das wäre auch nicht verkehrt. Zurückschlagen. Schlägt unmittelbar zurück, wenn ein Angriff geblockt wird. Letztes Gefecht. Nee. Bedrohung erhöhen klingt schon mal nicht schlecht. So, bei dir. Was haben wir hier? Fleischklopferhieb ermöglicht es mit harter Schlag. Ein Ziel mehr zu treffen. Für die Dauer von 15 Sekunden. Harter Schlag. Und Hieb. Hm. Also wenn ich erst Hieb und dann harter Schlag mache, dann treffe ich mehr Gegner. Wäre eine Möglichkeit. Erhöht erhaltene Heilung um 8%, nicht ganz so. Erhöht die Chance, die Parierenschance um 50% und verringert allen ankommenden Schaden. Nee. Nehmen wir mal wirklich das. Das klingt nämlich gar nicht mal so schlecht, wenn wir erst das machen und dann das. Weil ein harter Schlag macht halt viel Damage. So, und jetzt noch zu dir. Lebensregeneration. 100 Mana Punkt Aktionsleistung gehen. Hat jedes Gruppenmitglied um 125 Punkte über. Daher wächst es am Anfang stärker und nimmt dann ab. Ja, das ist nicht schlecht, wenn wir das dann kriegen. Bauen wir 11 Punkte. Ja, ich könnte ihn gleich buffen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte aber auch... Heilung und Neuwuchs mal verbessern wäre eine Sache. Jedes Mal, wenn du angegriffen wirst und deine GP unterliegen, hast du eine Chance, Neuwuchs auf dich selbst zu zaubern, ohne Mana-Kosten. Jeder Neuwuchs-Tick hat eine 5% Chance, dir Mana-Regeneration um 2% des gesamten Manas zu gewähren. Hm. Nee. Nee, ich mach mal wirklich den Heileffekt besser. Das würden wir jetzt gerade am ehesten gebrauchen, bessere Heilungen. So, das schiebe ich mal nach da hinten. Hole ich mir mal, solange es noch geht, neues Licht. Also ja, ganz ehrlich, die Elfenschwestern hier jetzt waren irgendwie die einfachsten Bosse bis jetzt, die ich hatte. Abgesehen vielleicht vom ersten Boss. Ja, der erste Boss hat auch nicht sonderlich viel gemacht, muss ich sagen. So, da geht's raus in die nächste Ebene. Hier hatte sie sich versteckt. So, wir haben alles aufgedeckt, was wir aufdecken konnten. Hier oben können wir nichts machen gerade. Weil mich mit einem Troll prügeln, der 4 oder 5 Level höher ist als wir, das bringt nichts. Wir gehen immer weiter hinunter, ich mag das nicht. Ich sehe keinen anderen Weg. Du etwa? Nein, und genau darum mag ich es nicht. Die Kavernen und Minen sollten irgendwo hinführen, vielleicht. Ja, wir kommen auf Level 11. Oh, eine Vorratskammer mal wieder mit einem Einsturz.
Weinessig. Wer trinkt Weinessig? Gut. Neue Stufe an Nahrung halt. Also ja, wir haben Rum und wir haben noch Wein. Wir haben jetzt Schinken, der die ganze Gruppe heilen kann. Wir haben da einen, die Treppe rum und da einen. Und ich habe gerade irgendwas quaken gehört. Achtung, Gnome. Ah. Oh Gott, seid ihr hässlich. Nichts so ungut, aber die sind wirklich hässlich. Okay, sie können auch zu viert stacken. Und angreifen. Aber ganz ehrlich, wenn das der Schaden ist, den die austeilen. Bin ich ja fast schon etwas enttäuscht. Und ich dachte, jetzt kommen irgendwelche Killerfrösche. Oh, noch mehr Gnome. Oh, ein Heiltrank. Und ein Mana-Trank. Das sind jetzt schon die ganz guten. Wie auch immer du mich gehört hast. Naja, sie geben aber auch nicht viel XP. Oh, eine Armbrust. Die keiner benutzen kann, weil wir keinen Ranger-Schützen sonst was haben. Oh, die sehen jetzt ein bisschen härter aus. Dass ich mich bemühen müsste. Deswegen machen wir am besten auch mal... Oh ja, sie machen das, was ich hasse. Blocken Angriffe. So, Serika hat jetzt auch seine Stufe. Gut. Dann verbessern wir gleich mal sein Eisschild zum Wasserfallschild. So. Ja, 30% und 15%, das ist schon mal sehr gut. Das Ding bringt mir nichts, dieser Helm. Ach du nein, meine Güte, oh nö. Ich habe vergessen, Heilungen anzumachen. Das könnte jetzt etwas wehtun. Ach ja, Gnome möchte gern Zwerge ohne Bart. Thank you.
Okay. Noch ein Heiltrank, ist immer gut. Jetzt bin ich wieder hier. Lass uns noch mal den anderen Weg gehen. Also nicht den hier, sondern den hier. Wo ich auf unsere erste kleine Gnomenparty gestoßen bin. Geht's nämlich hier auch noch weiter. Und ja, hier habe ich den Heiltrank raus. Okay. Sind wir also einmal im Kreis gelaufen. Moment mal. Hier habe ich den Heiltrank raus. Hier ist der Helm. Ah, hier bin ich noch nicht lang dann. Okay. Die sind harmlos. Also die sind echt harmlos. Da kann ich ja mal die Kombo probieren. So, Fleischklopfer. Der ist nicht schlecht. Kann ihren Zehnerring des Löwen ersetzen. Das müsste der hier sein. Und der da. Na, ich behalte ihn mal. Oh, was zur Hölle? Ein Gnompriester. Okay. Da ist uns übrigens gerade das Licht ausgegangen. Oh, der heilt. Das sollten wir nicht zulassen. Wow, das war knapp. Okay, ich höre wieder irgendwas zischen und rascheln. Na komm, das ist eine Sackgasse. Aber es ist auch wirklich eine Sackgasse. Ich sehe keinen besonderen Stein hier. Ernsthaft, wir müssen irgendwo runterhüpfen. Au! Okay, Priester. Da müssten wir wieder runterhüpfen. Oh nö, Priester und die Kerle. Wisst ihr was? Ihr geht mir sowas von auf die Nerven.
dass ich euch lieber in Grund und Boden flamme. So, oder lieber warte, dass Erika seinen Mana generiert. Ui. Wächterschwert der Barrikade.